Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Test hier auf apps-news.de. Heute haben wir die iPad-App des bekannten Telefon- und Branchenbuchs 11880 im Test. Und wir öffnen die App auch gleich einmal. Und wir sehen hier im oberen Bereich, dass wir hier nach Branchen oder Firmennamen suchen können. Das ist ganz, ganz simpel und einfach. Hier gehen wir jetzt einfach mal Restaurant ein. Dann wird hier automatisch der aktuelle Ort ausgewählt, wo ich mich befinde. Und mit einem Klick auf Suchen werden mir dann die Einträge angezeigt. In so einem Layout hier. Das heißt, ich habe hier links die Treffer, Bewertung, wenn verfügbar, plus nähere Informationen. Und auf der rechten Seite haben wir eine Karte, die wir hier mit den bekannten Multitouch-Gesten bedienen können. Und wenn wir uns jetzt hier für einen Eintrag entscheiden, dann wird er hier auch auf der Karte mit einem grünen Pfeil markiert, sodass ich auch immer weiß, wo ich bin. Wenn ich hier ranzoome, sehe ich das dann auch sehr, sehr genau. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Gehen wir nochmal kurz ins Hauptmenü zurück und gucken uns den unteren Teil an. Und zwar sind das hier die Themensuchen. Hier kann ich wirklich bequem nach verschiedenen Themen suchen, die mir auch hier nach meinem Befinden sortieren, wenn ich das möchte. Und hier kann ich dann meine Änderungen übernehmen. Und wenn ich jetzt hier meinetwegen ein Fastfood-Restaurant suchen will, dann klicke ich hier unten einfach auf das Symbol. Und dann werden mir hier die einzelnen Kategorien angezeigt. Ich möchte jetzt gerne Fisch essen. Dann klicke ich auf den Fisch. Und schon bekomme ich dann die passenden Restaurants in dem Fall angezeigt. Man sieht also, es ist wirklich eine sehr, sehr schnelle und effektive Suche. Wirklich sehr, sehr toll gemacht. Im Hauptmenü zurückgekehrt, da habe ich dann auch noch einen zweiten Bildschirm zur Verfügung, mit dem den ich hier natürlich ausstatten kann mit meinen Shortcuts zu den bekannten Branchensuchen. Hier oben im Hauptmenü der Person kann ich Person suchen in einem Ort und hier kann ich die Rückwärtssuche Telefonnummer zu einer Person oder einer Firma in Angriff nehmen. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Oben rechts haben wir noch die Möglichkeit, uns eine Hilfesektion anzusehen. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Hier sieht man dann wirklich, wie das alles funktioniert. Aber eigentlich ist die App wirklich sehr, sehr selbsterklärend. Und das ist auch sehr gut realisiert worden, denn die Bedienung ist wirklich sehr, sehr einfach, wie man das hier sieht. Alles in allem ist die App wirklich sehr, sehr einfach aufgebaut, wie man das hier erkennen kann. Und die Suchfunktion funktioniert tadellos. Was besonders gut funktioniert, sind die Branchensuchen, wie wir das hier sehen, oder die Themensuchen. Also es ist wirklich sehr, sehr toll, sehr, sehr detailliert vor allem. Man bekommt hier wirklich die Treffer, die man auch wirklich benötigt. Aufgrund dessen kann ich die App wirklich jedem empfehlen, der hier und da mal diesen Dienst verwendet. Und ja, die App ist kostenlos, deshalb kann man ruhig mal einen Download riskieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!